Hey Leute und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Trip Report heute. Wir fliegen mit Turkish Airlines in der Business Class und der A321 nach Istanbul von München aus. Und zurück fliegen wir mit der Lufthansa Business Class auf Mittelstrecke in deren A321. Und diesmal weniger Worte, sondern viel mehr Bilder. Entscheidet am besten selbst, was euch besser gefällt. Ab in die Kommentare, was ihr von beiden Business Classes auf Mittelstrecke haltet. In München am Terminal 1, wir haben das Gate B08, gibt es einen Fast Track für Business Class Kunden auch von Turkish Airlines. Und bevor es losgeht, wusstet ihr eigentlich, dass man mit Abos, also Zeitschriftenabos, Meilen generieren kann und damit den nächsten Business Class Flug buchen kann? Am besten guckt mal unser Video an über Zeitschriftenabos und Meilen generieren. Einfach das E drücken. Turkish Airlines nutzt hier in München Terminal 1 die Airport Lounge World. Das ist eine frisch renovierte Lounge mit Kleinigkeiten zu essen und zu trinken. Und dann geht's auch gleich los zum Boarding B08. Und morgens geht es hier aus Istanbul in Richtung Frankfurt. Der Check-in-Schalter ist im internationalen Bereich und es gibt sogar eine Fastlane hier in Istanbul Atatürk Airport. Und in Istanbul steht die Prime Lounge hier im internationalen Terminal zur Verfügung für Business Class Kunden und ebenfalls auch für Priority Pass Karteninhaber. Guten Morgen, wie geht's? Gut, danke. So, wie lief das Boarding bei Lufthansa ab? Und zwar ist hier in Istanbul, gibt es zwei Desk am Gate, das heißt rechts die Business Class, links die Economy. Zuerst wird die Business Class zusammen mit den Statusinhabern geboardet und es ging recht fix, aber trotzdem etwas zu spät. Wir werden also mit Sicherheit 5 Minuten oder 10 Minuten zu spät loskommen. Unser Einsteigevorgang wird in wenigen Minuten beginnen. Um den Einsteigevorgang zu erleichtern, werden nach Boarding Group A, B, C und D einsteigen, welche offenbar für den Boardcard bemerkt sind. So, jetzt sind wir hier in der A321. Das Boarding bei Turkish war relativ geordnet. Zuerst durften die Familien mit Kindern und dann die Menschen mit Behinderung an Bord. Und dann wurde die Gruppe A abgerufen, zusammen mit den Passagieren mit einem Status. Anschließend kamen dann die anderen Gruppen an Bord. Boarding läuft noch, also ist aber mit Sicherheit gleich abgeschlossen, sodass wir pünktlich abheben. Und das ist die Turkish Airlines Business Class in der A321 auf der Mittelstrecke, jetzt nach Istanbul. Es ist eine 2-2er-Bestuhlung. Ein Welcome Drink bei Turkish besteht entweder aus Orangensaft,
eine Limonade oder ein Grapefruit-Drink. Wahlweise kann man auch Champagner bestellen. Turkish Airlines hat auf diesem Flug der Mittelstrecke nach Istanbul einen Koch an Bord, der sich um die Wünsche der Business Class Kunden kümmert. Nüsse auch noch vor dem Start. So, jetzt habe ich soweit alles ausgepackt hier an meinem Platz. Links ist der Monitor versteckt, rechts der Tisch, ausklappbar, relativ stabil, kann ich sogar bewegen, aber ich komme natürlich jetzt nicht mit dem Tisch hier aus meinem Sitz heraus, also muss ich alles wieder verstauen. Zusätzlich gibt es noch einen kleinen Tisch hier unten, wo man Getränke abstellen kann. Und wer das Video zu American Airlines noch nicht gesehen hat, die haben in der regionalen First Class eine ähnliche Konfiguration. Schaut mal da rein, wie da der Tisch ist. Das Menü für diesen Flug. Flugzeit ist ungefähr 3 Stunden bis nach Istanbul. Das gibt es in türkischer Sprache und in englischer Sprache. Das ist kein Amenity-Kit, ich war schon sehr überrascht. Das sind die Kopfhörer. So, Boarding ist completed und die Business Class ist zum Glück nur zur Hälfte voll. Das heißt, es wird ein entspannter Flug werden. Gerade läuft ein Video über den neuen Istanbuler Flughafen und da habe ich mich vor gut 3 Tagen bestens informiert über diesen Flughafen, nämlich bei Aeronews Germany, der Kanal von Pascal. Perfekt für alle, die sich für Aviation, also für Flugzeuge und das ganze Drum und Dran interessieren. Am besten schaut ihr mal bei ihm unter seinem Kanal vorbei. Ich verlinke ihn in der Videobeschreibung oder auf das i drücken. So, und das ist die Lufthansa in der Business Class und es ist leider kein A321 wie angekündigt. Es gab ein Aircraft Change. Nun ist es eine A320. Leider ist es auch dunkel, dass ich euch nicht alles zeigen kann. Es wird nachher heller. Nachher gibt es dann noch eine bessere Sicht. Die Business Class bei Lufthansa ist in einer 3-3er Bestuhlung, sind dieselben Sitze wie auch in der Economy hier vorne und der Mittelsitz bleibt für Business Class Gäste frei. Am Boden gibt es bei Lufthansa übrigens keinen Welcome Drink auf diesem Flug von Istanbul nach Frankfurt. Frankfurt ist übrigens 2 Stunden 50 Minuten und es gibt eine Menükarte hier und ebenfalls ein warmes Frühstück. Da es ein sehr, sehr, sehr früher Flug ist hier für die Lufthansa, macht man das Licht in der Kabine nicht komplett an. Das heißt, ich mache jetzt mal die Lampen, die Leselampe über mir an, um euch ein bisschen Helligkeit zu bringen. An meinem Sitz befindet sich hier keine Steckdose, kein USB-Anschluss.
und auch kein Monitor. Internet gibt es übrigens auch mit Airline-Check-Ins und iPads für uns wieder kostenlos auf dem Flug. Und das ist die Liegefunktion, also die Bedienung von dem Sitz. Ich habe hier einen Knopf und kann die Rücklehne maximal 5 cm nach hinten machen. Der Service beginnt relativ zügig nach dem Start. Man riecht auch schon eine warme Speise. Es wird aber kein heißes Tuch vor dem Essen ausgeteilt. Und Getränke kommen nach dem Essen. Und das ist die Menüauswahl bei der Lufthansa auf den 2,5-stündigen Flug oder 2 Stunden 50 Minuten. Es kommt alles auf einem Tablett. Die Vorspeise sowohl als auch der Hauptgang, aber auf einem Porzellanteller. Ich war da noch nie raus. Danke. Also das war unser Frühstück. Der Nachtisch war wirklich lecker und die Marmelade ebenfalls. Direkt neben mir am Platz finde ich hier rechts einmal die Fernbedienung fürs Entertainment-System und zum Rufen der Crew sowie Lichtsteuerung. Habe ich gerade ganz vergessen, weil die warmen Tücher kamen. Die Kopfstütze lässt sich in der Höhe verstellen und die Seiten einklappen, falls ich wegnicke. An jedem einzelnen Sitz gibt es eine Steckdose auf der rechten Seite und auf der linken Seite einen USB-Anschluss, sowohl als auch den Anschluss für Kopfhörer und einen Videoanschluss, den sowieso irgendwie nie jemand braucht. Und glücklicherweise ist die Kabine ja recht leer, dann kann ich auf den Nachbarsitz gehen und euch mal den Sitz von Turkish Airlines hier in der A321 zeigen. Das ist ein sogenannter Reclimer. Der Sitz lässt sich in der Rückenlehne nach hinten umstellen und die Fußstütze lässt sich rausfahren. Relativ schnell nach dem Start, nach dem Takeoff, beginnt Turkish hier auf diesem Flug mit dem Service. Und man wird vorher halt gefragt nach dem Getränkewunsch. Essenswunsch kommt nach der Vorspeise, das ist bereits die Vorspeise mit türkischem Käse, ein wenig Gemüse, Joghurt, Marmelade und Lachs. Cheers! Ich habe mir keine Anmerkung. Der Käse ist nicht kalt, sondern auf Zimmertemperatur. Und wen es interessiert, wie die Economy ist, das Essen und auch der ganze Flug. Wir sind es vor ungefähr 2 Wochen aus Hannover nach Istanbul geflogen. Das Video ist online, einmal auf das i drücken, dann habt ihr zumindest einen Eindruck von der Economy und von der Business Class. Zum Hauptgang gibt es dann die Auswahl zwischen 2 warmen Speisen.
Ich habe Vahüei auf Türkisch als Kassarolle, hat er so erklärt. Da sind halt noch ein paar Tomatenstücke, Paprika und andere Gewürze drin. Und Dominik? Traditional Style Baked Spinach Pastry. Der türkische Kaffee wird serviert mit einem Turkish Delight. Wer von euch kennt das? Ich mag ja die kleinen Süßigkeiten aus der Türkei. Und ein Wasser. Wofür ist das da eigentlich gedacht, habe ich mir gedacht. Und fragte und man erklärte es mir. Und das ist ziemlich genial, wie ich finde. Sorry, aber das muss ich jetzt sagen. Hoch, nach hinten, hinstellen, nach vorne. Drehen und jetzt kann ich mein iPad, mein iPhone, was auch immer, hier hin tun, könnte meine eigenen Filme gucken oder auch mit dem iPad hier schreiben. Mit so einem iPad Pro, mit einem ganz großen mag das gehen, mit einem kleinen bin ich mir nicht so sicher, aber das ist doch, also ich finde das genial. Tolle Erfindung, derjenige, der diesen Tisch, diesen Stuhl hier designt hat. In der Business Class von Turkish Airlines ist vorne links. Es gibt hinten in der Economy auch noch eine weitere Toilette. Und es gibt hier Handcreme, Seife, nochmal eine Seife, Tücher, was man eigentlich alles so benötigt. Es wird Wert auf Hygiene gelegt, indem man ein Hygienepapier auf die Toilettenbrille legt. Ansonsten hat man ja noch andere Amenities hier in der Toilette. Ja, und dann geht es jetzt zurück zu meinem Platz. Beide Airlines gehören übrigens der Star Alliance an und beide Flüge waren ungefähr gleich teuer. Das heißt, in diesem Fall gibt es keine großen Unterschiede. Und die Lufthansa hat natürlich auch eine Toilette. Vorne links ist hier ein ähnliches Flugzeug, nicht die A321, sondern die A320. Aber die Toiletten sind ziemlich gleich klein. Amenities gibt es hier keine, außer die Seife, ein paar Tücher und Wasser. Um es den Business Class Passagieren etwas leichter zu machen, wird der Vorhang zugemacht, damit es nicht ganz so stressig wird. So, angekommen in Istanbul. So Leute, das waren jetzt unsere zwei Flüge, einmal von München nach Istanbul und von Istanbul nach Frankfurt. Einmal mit der Turkish Airlines Business Class und einmal mit der Lufthansa Business Class in fast gleichen Flugzeugen.
jeden Fall war es für uns sehr interessant. Wir haben euch jetzt beide Airlines im direkten Vergleich gezeigt und ich bin auch sehr gespannt auf eure Meinung in den Kommentaren. Schreibt sie bitte unbedingt da rein. Wir haben absichtlich keine eigene Meinung von uns jetzt in dieses Video einfließen lassen, weil wir eure Meinung hören wollen. Tja, wir fliegen jetzt weiter nach Japan und danach weiter nach Neuseeland. Wir freuen uns sehr drauf und wie gesagt, wir freuen uns auf eure Kommentare und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao!